Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Witcher 3 Wild Hunt. Und willkommen zurück zu dieser unglaublich coolen Kulisse am Leuchtturm. Ja, ich habe tatsächlich gerade gar nicht mehr so viel Lust, die Fragezeichen im Wasser abzufahren. Deshalb gehen wir erstmal zurück nach Arinbjorn und holen uns unsere Belohnung ab, würde ich sagen. Bist du verletzt? Ja, Geralt? Ich habe das Monster vom Leuchtturm getötet. Es war ein Büßer, ein sehr gefährlicher Geist und ein sehr seltener. Warum ist er auf Eldberg aufgetaucht? Das war immer eine friedliche Insel. Selbst Sirenen haben sich dort nicht eingenistet. Dort hat jemand ein Verbrechen begangen. Etwas Schreckliches. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr braucht einen neuen Leuchtturmwärter. Das spielt keine Rolle mehr. Reden wir lieber über die Belohnung. Naja, hier ist sie. Du hast dir jede einzelne Münze redlich verdient. Und eine Runde. Ein Prosit auf deine Gesundheit. Huch. Was war das denn? Bis dann. Der schon wieder. Du hast dich wohl an Skellige-Met gewöhnt, Leute. Der ist nicht schlecht. Danke. Dann hol dir ein Fass für die Reise und verpiss dich. Ihr habt die Gesetze der Gastfreundschaft immer noch nicht verstanden. Ich muss sie euch wohl einbläuen. Danke, Jorund. Zu zweit schlägt sich's leichter. Okay. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Na nü. Was ist passiert? Fremde auch noch. Das lasse ich nicht durchgehen. Was ist denn passiert? Wieso? Ich war doch gar nicht down. Verdammt. So viele Raubzüge, Kriege, Zweikämpfe. Und dann wird man von ein paar miesen Scheißkerlen getötet. Ganz ruhig. Ich hole dir einen Heiler. Zwecklos. Er hat meine Lunge erwischt. Ich ertrinke gerade in meinem Blut. Trink hin und wieder auf mich. Auf Jorund, Sohn von Siegwald, der ehrenhaft lebte. Und starb wie ein Idiot. Meine Jungs. Was ist mit ihnen? Red schon, verdammt. Sie sind tot. Ein Fremder hat sie umgebracht. Kori. Kraki. Sag mal. Was ist denn hier los? Ich habe gerade erst angefangen zu spielen und dann sowas. Stirbt er einfach. Nach, was draußen geschieht. Nee. Was soll denn das? Ich hatte nur zwei Söhne. Du hast meine Linie ausgelöscht. Tut mir leid, ich habe den Streit nicht angefangen. Sagt der Fremde die Wahrheit? Wer hat zuerst gezogen? Weiß nicht. Es ging so schnell. Wir hatten schon ein paar Hörner, Intus. Deine Söhne haben die Gesetze nicht respektiert. Wenn Jorund nicht gewesen wäre, wäre sofort was passiert.
Zwischen Jorunds Familie und meiner herrscht eine Blutfehde. Spielt keine Rolle, was er gesagt oder getan hat. Ich will kein Blutvergießen mehr, aber ich werde mich verteidigen, wenn es sein muss. Verteidige dich lieber vor dem Jarl. Wenn Lugos der Irre dich für unschuldig befindet, kannst du gehen. Ich soll von jemandem gerichtet werden, den ihr selbst einen Irren nennt. Entweder das, oder du musst gegen das ganze Dorf kämpfen. Das schaffst du auch mit 3 Schwertern nicht. Gut, zeig mir den Weg. Okay. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich musste ja unbedingt bei der verdammten Taverne halten. Aber Lugos und ich sind doch Freunde, oder? Es ist ja... Wo sind meine Sachen? Anu. Wann ist meine Verhandlung? Wenn der Jarl dich ruft, wird nicht so bald sein. Je länger Anna Steine klopft, desto weniger Widerworte gibt er vor Gericht. Dieser da hat 1 Jahr gewartet, der dort 3. Ich hab nicht so viel Zeit. Ich suche jemanden und... Das ist mir sowas von egal. Nimm eine Spitzhacke und fang an zu arbeiten. Nein, nein, nein. Komm her. Langeweile? Schnapp dir eine Spitzhacke. Was passiert, wenn ich das mache? Aber Lugos sagte, meine Verhandlung wäre heute, weißt du nicht mehr? Ach ja, stimmt. Komm mit. Er ist auch so doof. Denk daran nicht bei einem Hexer. Meine Linie geht auf Ubin den Großen zurück. Dieser Hund hat sie ausgelöscht. Er muss sterben. Ich urteile hier live. Denk daran. Aber er ist ein Rumtreiber. Ein Fremder. Der verdient kein Verfahren, nicht mal den Tod durchs Schwert, er... Nein, nur weiter. Ich möchte es hören. Geralt, ich hätte nicht erwartet, dich so bald wiederzusehen. Du hast mich hierher eingeladen, Lugos. Hast gesagt, ich fände hier Arbeit. Ja, Monster töten, nicht Menschen. Zur Sache. Leif sagt, du hättest seine Söhne Kori und Kraki getötet. Was sagst du dazu? Ich habe mich nur verteidigt. Und Jorund. Niemand hat deine Worte bestätigt. Und niemand wird es tun. Es ist immer leichter, einem Fremden zu hängen, als einen der eigenen, nicht? Ha! Die Zunge so scharf wie die Schwerter. Scharf? Er beleidigt mich, Jarl. Unseren ganzen Clan. Der Kodex der Ahnen sagt... Ruhe! Meine Entscheidung steht fest. Geralt von Riva. Ich befinde dich des zweifachen Mordes für schuldig. Das Urteil lautet Tod durch Ersticken. Aber du kannst dich freikaufen. Zahle das Gewicht von Kori und Kraki in Silber. Hab ich es nicht? Ich bin eigentlich reich. Du weißt, dass ich das Geld nicht habe. Sofern die Burschen nicht viel leichter waren, als sie aussahen. Das ist mir durchaus klar. Ich zahle den Blutpreis selbst. Was? Das ist gegen alle Gesetze. Ich mache hier die Gesetze. Geh nach Hause, Leif. Wenn du mich wütend machst, knote ich dir diesen Sack Silber um den Hals und werf dich ins Meer. Nette Geste. Auch wenn ich annehme, dass sie nicht kostenlos ist. Erzähl mal, Hexer. Hast du irgendwelche Ehre? Hab ich.
Ich habe live in deinem Namen bezahlt. Du stehst in meiner Schuld, einer Ehrenschuld. Du tust, was ich sage, also hör genau zu. Mein Sohn Blaujung Lugos, er ist verschwunden. Weder um gegen die Schwarzen zu ziehen, noch um ein Kloster zu plündern. Wollte zur Höhle der Träume im Süden der Insel. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Du bist klug und gut mit dem Schwert. Das ist eine seltene Kombination. Also sollst du ihm helfen. Ich brauche einen Erben. Einerlei, was er drauf hat. Nimm deine Sachen und tu, was ich sage. Oder verliere deine Würde und deinen guten Namen für immer. Ich mach das schon, ist doch kein Problem. Kein Grund, sich so aufzuregen. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja, das ist ja... Das hat ja mal einen ganz anderen Turn genommen wieder hier. Frieden sich um den verfluchten Wald. Was willst du? Du hast ja tolle Laune. Welche hättest du denn, wenn du deinen Sohn verloren hättest? Ich hab gefragt, was du willst. Ups. Spielen wir Karten. Dein Sohn, was ist ihm denn zugestoßen? Er ist ertrunken. Ein Finnwal hat sein Boot umgeworfen. War seine erste Reise in den Norden. Tut mir leid, das zu hören. Die See hat ihn verschlungen. Ich kann ihn nicht begraben. Er wird nicht mit seinen Ahnen tafeln. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Dann tu das. Oh Gott. ja. Einfach mal ein paar Sachen loswerden. Ja, wunderbar. Was haben wir hier noch? Liegt. Gut. Ach, wir sind ja auch eine Stufe aufgestiegen, aber da können wir noch keine Rüstung tragen, keine neue. Dann können wir noch reparieren natürlich. Ja, sollen wir mal eine Runde Karten spielen vielleicht? Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Achso, das ist dann okay. Ja. Ist für ihn vielleicht eine gute Ablenkung. Aha, wir haben Thaler neu. Das ist natürlich ein wunderbarer Ersatzspion. Perfekt. Ich will jetzt nicht unbedingt mehr Karten drin haben, aber so die eine oder andere zu ersetzen, ist doch schon sinnvoll. Okay, dann versuchen wir das mal. Kamera habe ich aus, ne? Ja. Die Finte. Okay. Bin mir halt nicht sicher, ob ich die Finte brauche. Weil Skuyatel arbeitet, glaube ich, eher weniger mit Spionen, ne? Ja, das ist natürlich gut. Das ist ganz gut. Wäre schön, noch mehr Belagerung zu haben, tatsächlich.
Ich tausche ihn mal aus. Na, scheiße. Rittersporn ist in dem Fall tatsächlich gar nicht nützlich. Aber gut. Oh ja, sehr gut. Noch ein Spion. Okay. Den hätte ich mir nicht holen können. Den hätte ich mir eh nicht mit der Finte holen können. Okay. Aha. Okay, gar nicht mal so doof von ihm. Gar nicht mal so doof. Ich überlege, ob ich einfach noch eine Karte spiele. Auch was spielen, was ich mit Yennefer gleich zurückhole. Mhm. Ist ja interessant. Gar nicht mal so schlecht, dann hat er ein paar Sachen schon ausgespielt. Bin unsicher. Ich überlege jetzt tatsächlich schon die Runde zu passen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Spannend. Falls ich den Nebel spielen möchte, wäre es natürlich dann sinnvoll, das nicht zu machen, wenn ich die hier benutze. Deshalb. Ich hoffe mal, dass er kein Verbrennen hat. Das wäre traurig. Och, natürlich hat er Verbrennen. Das war ja so klar einfach. Sehr blöd, Mann. Aha. Okay. Okay, manchmal macht die Sachen, die sind sowas von komplett unnütz. Ich weiß nicht, ob ich schon meine Belagerung jetzt machen soll. Nee, habe ich mir nämlich schon gedacht, dass er jetzt eher passt. Das hätte sich dann nicht gelohnt. Okay.
Na toll. Alles mögliche an Wetterkarten. Ja, okay. Ich habe eigentlich Glück, dass er das Verbrennen schon eingesetzt hat. Weil sonst wären hier meine ganzen Verlagerungseinheiten dran gewesen. Ahaha, schlau. Oh, ich kann auch seine 20er noch verbrennen. Sollte ich dann wahrscheinlich machen, bevor ich mein Horn benutze. Mhm. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ciao. Nein, was hat das gemacht? Zerstöre die stärksten Nahkampfeinheiten. Oh, Gott sei Dank. Hohoho, da habe ich nochmal Glück gehabt. Ja, okay. Glücklicherweise habe ich auch noch ein nettes Hörnchen hier. Juhu, das war's. Der Sieg ist mein. Jetzt habe ich ihn auch noch ausgenommen. Der arme Kerl. Der oh Gott. Mutter und ich muss hier weg. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sag mal. Okay, wir sind noch auf Arzgellig. Kermuire. Das ist ein Anschlagbrett. Da gehe ich erstmal hin. Und dann können wir mal schauen, ob wir dann die Quest mit Lugos Sohn als nächstes machen. Ja, hallo. Ich bin aber schon noch ein bisschen traurig, dass der Jorund, das war so netter. Und dann ist er einfach gestorben. Und ich vermute mal, dass man es auch nicht hätte verhindern können. Ich glaube, wir mussten hier in der Festung irgendwie landen. Hallo zusammen. Oh, da scheint aber, ich weiß nicht, ist nichts Neues, glaube ich. Biete Schafschuhe. Ein Schafscherer sucht Arbeit. Ich bin der beste Scherer im Dorf. In der Zeit, die andere für einen Bock brauchen, schere ich die ganze Herde und an guten Tagen sogar noch den Schäfer und seinen Hund. Friedi. Kräuter gegen die Schafseuche. Auf unserer Insel gehen die Schafe zugrunde. Ich bin sicher, dass der Clan Dämon dahinter steckt. Mögen die Götter diese Hunde verdammen. Wer seine Herde nicht verlieren will, sollte meine spezielle Kräutermixtur kaufen und zu seinen Schafen verabreichen. Dann wird die Seuche sie verschonen. Rodrik der Kalte.
Ein Gebet für die Verstorbenen. Mitglieder des Clan Drummond, der Drakkar von Lars, dem Fuchs, ist vor der Küste Nilfgaards gesunken. Die gesamte Besatzung ist tot. Lasst uns zu den Göttern beten, um den Schmerz zu lindern und uns auf Rache zu besinnen, der Ältestenrat. Wohlbark wird vermisst. Mein 14 Jahre alter Sohn Wohlbark ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Ich fürchte, er hat sich ohne meine Erlaubnis für einen Beutezug gegen die Schwarzen gemeldet. Falls irgendjemand weiß, was mit ihm geschehen ist, sagt mir bitte Bescheid, Ulf. Harald Thorstensohn ist tot. Hört, am gestrigen Tage hört das Herz von Harald Thorstensohn, unserem Vater, Ehemann und vor allem Krieger von Clan Drummond, auf zu schlagen. Obgleich er an 23 Beutezügen teilnahm und in 7 Kriegen kämpfte, starb er in seinem Bett. Mögen ihm die Götter gnädig sein, Egil und Hilda. Ein Duell um Gunnar. Hallor und Skell begehren beide Fallgers Tochter Gunnar. Selbige ist bereit, den Stärkeren der beiden zu nehmen, also werden sich die Verehrer bis zum ersten Blutvergießen duellieren. So wird es der Ältestenrat. Okay. Genau, wir haben aber ein paar Fragezeichen dadurch natürlich wiederum bekommen. Was ist das? Der ist männlich, im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Ach, dankeschön. Okay, also geht es um Piraten hier. Das reicht. Ja. Der hier ist echt witzig. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunkenen? Na schön, was denn? Ertrunkene können schwimmen. Mann, noch so einer und du gehst mit ihnen zusammen baden. Ja, genau mein Gefühl gerade. Okay. Dann schauen wir doch mal. Das ist die Höhle der Träume. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, das ist alles weiter weg. Undvik ist eine andere Insel. Das ist auch auf einer anderen Insel. Das würde ich gerne zurückbringen. Wo ist das? Ach, das ist hier? Ja, guck an. Matthias. Du! Wie, wo ist der? Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Ach, guck mal an. Das ist ja ein Zufall. Grüß dich, Reisender. Hier ist ein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade, das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Wow. Die Leute hier lieben mich. Was passiert denn hier? Aber jetzt ohne Scheiß, die haben mich wirklich angegriffen. Also... Ich fühle mich leicht verarscht. Nichts, 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 nee. Dann haben wir hier nur noch das. Das ist auch weiter oben. Okay, ich denke mal, dann gehen wir wirklich hier in den Süden. So ein ganzes Stück dann noch bis dahin, ne? Schatzsuche 26. Aber gefühlt tragen kann ich das noch nicht, ne? Und trotzdem mal, wo das so ist. Ah, ist auch gut verteilt. Aber so eins ist sogar da unten.
Vielleicht sogar in der Höhle. Okay, das müssen wir uns merken. Weil das nehmen wir dann natürlich mit. Ist ja klar. So, die Höhle der Träume. Haben wir... Ah, wir haben tatsächlich noch einen neuen freien Platz. Durch den Stufenaufstieg. Ach Gott. Ist jetzt wieder die Frage, ne? Verteidigung. Pfeilabweisung. Brauchen wir jetzt nicht so häufig. Konter bin ich nicht so gut drin, ehrlich gesagt. Nutze ich nicht häufig genug, als dass es was bringt. Sowas ist an sich, glaube ich, nie verkehrt, egal wie man kämpft. Mit diesem Drehangriff werden alle Gegner im Umkreis getroffen. Das wäre halt hier cool. Verkrüppelnder Schlag ist... Das gefällt mir gut. Und dafür muss ich aber erst... Muss ich dafür dann erst jetzt das freischalten? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher, wie das funktioniert. Oder heißt das, ich brauche noch einen Punkt mehr? Brauche ich noch einen Punkt mehr? Ja, doch. Ich brauche einfach noch einen Punkt mehr, damit ich das freischalten kann. Ja, das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Dann werde ich wohl noch sparen müssen. Leider. Okay. Und wie komme ich jetzt hier runter? Muss eigentlich am besten hier geradeaus, vielleicht sogar zum Hafen runter und von dort aus dann rüberfahren. Dann vielleicht auch tatsächlich dann mal schauen, was es so für Fragezeichen da gibt. Sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Weil bei diesen Bergketten, da kann man nicht mal eben so einfach querfeld ein durchreiten. Hallo, die Herren. Okay, die vergnügen sich. Möge deine Achse nicht zerbrechen. Aber sonst geht's noch, ne? Hallo? Ich sehe aber gerade, wir das wohl in der nächsten Folge dann schon machen müssen, weil die erste Folge dieser Aufnahmesession ist schon wieder rum hier. Dann sind wir mal gespannt, was uns die Gewässer bringen und die Höhle der Träumenden, wie heißt das? Die Höhle der Träume, genau. Dahin brechen wir auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.